Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sehe ich wirklich unglaublich beschissen aus, aber es hat auch einen Grund. Und zwar möchte ich versuchen, mir heute die Haare selbst zu färben. Denn sonst gehe ich immer zu einer Freundin zum Haare färben, die ist Friseurin. Aber die ist gerade im Urlaub. Und irgendwie kann ich mit diesem Ansatz nicht mehr leben. Ich fühle mich unglaublich unwohl, hier ist am schlimmsten. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Ansatz, also... Nee, ich bin da ein bisschen empfindlich. Ich lasse sonst immer so alle vier, fünf Wochen, keine Ahnung, die Haare färben. Das ist jetzt schon unglaublich lange, weil ich ein bisschen viel zu tun hatte. Ja, und bei mir ist es auch ein bisschen kompliziert. Ich habe da mehrere Schritte beim Haare färben und ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe mir Sachen beim Friseurbedarf geholt. Kann ich euch mal zeigen, wofür die alle so sind. Also erstmal habe ich mir so eine Schale geholt, worin ich jetzt dann alles anmischen kann. Ja. Ein Flinte zum Auftragen und Verrühren. Dann... Ja. Ich möchte auch niemand mitgucken. So. Und dann... ist gut. Dann für die Ansätze habe ich hier Blondierung geholt, Blondierungspulver und 6%igen Oxidanten. Das weiß ich, habe ich mir alles meine Freundin natürlich gesagt, was ich brauche. Das Mischverhältnis muss ich mir mal durchgucken. Ich weiß aber ungefähr, wie die Konsistenz sein soll. Und dann kommt mir nicht, sonst kriegt man ja immer diesen Gelbstich und es ist jetzt auch leicht gelbstichig für meinen Geschmack. Mache ich immer so eine Silberkoloration, Pastellkoloration drüber, damit es so einen richtig kühlen Ton gibt. Und dann nehmen wir immer von L'Oreal, Luo Color, P01 oder P02. Das ist jetzt P02. Das ist so ein bisschen beiger, glaube ich. Der andere ist so silbriger, der Ton. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir lassen es einfach mal, wir probieren es einfach mal aus. Auch dafür braucht man so einen Entwickler, den haben sie mir im Friseurbedarf abgefüllt, direkt für die Packungsgröße. Also ich bin mal gespannt, da ist das Mischverhältnis ziemlich, da muss man ziemlich genau sein, da steht aber auf jeden Fall in der Packung drin. Das habe ich auch schon mal alleine gemacht. So, und Handschuhe habe ich mir auch noch mitgegeben. Was ich sonst noch brauche, was noch wichtig ist bei meinen Haaren, ich möchte den Sidecut nicht mitfärben. Das sieht man auch, der ist dunkel, meine Naturhaarfarbe. Und das hat sie letztes Mal auch ganz toll gemacht, damit man hier oben nicht, damit man den hier dann nicht mitfärbt, an der Stelle, wo man den Ansatz färbt, hat sie Creme drauf gemacht. Am besten sehr fettreiche Creme. Und ich nehme jetzt einfach meine fettigste Creme, die ich habe, weil sonst nehme ich eher Feuchtigkeitscreme für mein Gesicht. Und schmier mir die dann auf den, ziemlich fast auf den gesamten Sidecut drauf, damit der die Farbe nicht annimmt. Also, damit ich das nicht alleine machen muss, kommt meine Schwester gleich vorbei. Hilft mir dabei. Ich bin unglaublich, unglaublich aufgeregt und gespannt, ob das klappt. Es muss klappen eigentlich, sonst muss ich mir die Haare abrasieren oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, also ich denke mal, das wird heute ein Abenteuer. Das habe ich noch nie selbst gemacht mit den Friseursachen. Klar, schon mal aus diesen Packungen von Rossmann oder DM habe ich schon tausendmal selbst gemacht. Aber so richtig mit Anmischen und so weiter, bin ich einfach mal unglaublich gespannt, ob das klappt. So, dann sehen wir uns bald wieder. Vielleicht schon mit dem Ergebnis, vielleicht auch zwischendurch. Ich muss mal gucken, wie ich das Video mache. Ja, also seid gespannt. Ciao erstmal. So, ich habe mir jetzt ein form- und farbschönes T-Shirt angezogen, um gleich das nicht meine schönen Sachen dreckig zu machen. Ich mische jetzt erstmal die Blondierung an. Hierfür nehme ich 30 Gramm von der Blondierung, das blaue Pulver. Ich tue das in die Schüssel. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich habe relativ dicke Haare. Oh, stinkt da jetzt schon. Oh. Und dann soll von dem Entwickler im Mischverhältnis 1:1 oder 1:2, also zwischen 30 bis 60 Gramm reingemacht werden. Ich fange mal mit ein bisschen weniger an.
So, es ist jetzt wirklich richtig cremig. Und ich denke mal, soweit so gut. Und jetzt machen wir die Haare schon mal, bereiten wir die Haare vor und dann gucken wir mal weiter. So, ich hatte ja angekündigt, dass ich heute tatkräftige Unterstützung von meiner Schwester bekomme. Da ist sie. Sie hilft mir, dass das Ganze nicht zu einem reinsten Chaos wird. Hoppla. So. Genau, als allererstes wird sie jetzt meinen Sidecut einschmieren. Gucken, sieht man's? Ja. Schön fettig eingeschmierten Sidecut. Da muss man durch. Sie fängt jetzt hinten an und teilt dann immer so ein bisschen ab und versucht den Ansatz anzumalen. So sieht es jetzt aus. Hoffentlich haben wir es einigermaßen gut gemacht. Ich mache jetzt noch eine Alufolie drauf. Und dann gucken wir mal weiter. Wow. So, die Farbe ist jetzt, hat jetzt eingewirkt. Man sieht es hier schon so ein bisschen. Ja. Abmachen. Ist schön gelb. Sieht super aus. Ich werde jetzt die Silberkoloration oder Pastellkoloration anmischen. Und dann kommt der zweite Schritt. So, hab mir die Haare noch ein bisschen gekämmt. Sieht super schick aus, finde ich. Und jetzt tragen wir hier diese schöne Koloration drauf, die mir den Gelbstich nehmen soll. Oh, ich freue mich schon. Boah, sind richtig strohig, die Haare. Vorläufige Matschfrisur. das sieht man jetzt nicht. Ziemlich rosa-pink. Ich hoffe, das wird nicht am Ende so aussehen. Naja, so in 20 Minuten kommt die Scheiße runter und dann mal gucken, was daraus geworden ist. So, jetzt nur das Ergebnis. Also es ist, der Ansatz ist weg auf jeden Fall. Es ist insgesamt, ja, ich glaube, man sieht es jetzt hier so, ein bisschen so einen leichten rosa Schimmer drin. Ja, es ist leider ein bisschen scheckig geworden. Man kann es jetzt auf der Kamera nicht erkennen. Das ist auch nur, wenn man ganz genau hinguckt. Also ich bin mittelmäßig zufrieden. Erstmal habe ich keinen Ansatz mehr, aber ich glaube, ich lasse das doch lieber in Zukunft wieder bei meiner Freundin machen. Irgendwie schafft sie es doch besser. Naja, also das war's. Es war ein Experiment wert, finde ich. Und naja, ich laufe jetzt ohne Ansatz rum. Das ist schon mal was. Und ansonsten, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einem Kochvideo. Tschüss!